Ja, weil... Muss ich da jetzt echt so? Ich glaube, das ist zu hoch. Ich glaube, das geht von der anderen Seite nur. Zählt das? Ich will den eigentlich nicht töten. Aber ich will wissen, was passiert. Wir kriegen dafür Erfahrung. Okay. Fehlende Ausrüstung. Ich brauche die Kletteraxt, okay? Blumenpflückerin. Ich jetzt hier 15 Pfeile, also dezimiert sich? Ja, 14. Ja, die können wir auseinander nehmen. Federn, okay. Ich sag mal eine Pfeile wieder. Nicht so. Wir rotten einfach jetzt den ganzen Wald aus. Ist gar kein Problem. Wir reißen alle Sträucher ab. Wir töten einfach alles hier. Indigo-Wurzeln. Wurzeln der Indigo-Pflanze verbessern auch die Wahrnehmung. Okay, da kann ich dann jetzt hochklettern. Wenn man das macht. Okay, da geht's auch lang. Aber wir gehen jetzt erstmal hier lang. Dieses Instrument diente im frühen 19. Jahrhundert zur Navigation nach den Gestirnen. Es wurde benutzt, um den Winkel zwischen einem astronomischen Objekt und dem Horizont zu messen. Mhm. Oh, falsche Taste. Oh. Okay, das war nicht so geplant. Ich hab gedacht, der hält sich fest. Hab ich wohl falsch gedacht? Mm.
Okay. Haben wir alles? Ich will noch mal da hinten schauen. Oh. Hier ist irgendwie. Aber weiß sie, dass sie da graben muss? Jake 9. August. Ich lasse diese Seite hier zurück, um jegliche Fragen zu klären, falls mich auf dieser Suche dasselbe Schicksal ereilt wie die restlichen Mitglieder meiner Gruppe. Mein Name ist Jack Fawcett. Ich bin am 20. April 1925 mit meinem Vater Percival Harrison Fawcett und meinem besten und ältesten Freund Raleigh Rimmel in Chuyaba, Mato Grosso aufgebrochen, um nach Zed zu suchen. Ich bin als einziger von uns noch am Leben. Mein Vater fiel zwei wilden Dschungelkatzen zum Opfer. Raleigh starb durch unsere Sorglosigkeit. Ich selbst bin am Ende meiner Kräfte, weigere mich aber aufzugeben. Mein Vater war überzeugt, dass wir ganz in der Nähe von Zed sind, und ich teile seine Einschätzung. Also lasse ich zwei Gräber zurück und gehe weiter nach Westen, in der Hoffnung, nicht in mein eigenes Verderben zu laufen. Okay. Nicht, also das Herz treffen ist schon so ein bisschen schwierig, ne? Hey! Da kommt man nicht hoch. Okay. Immer noch nicht das Herz getroffen? Hier waren wir ja schon, genau. War noch dieses eine, diese Krypta. Nicht das, sondern da. So, aber bevor wir die machen, mache ich jetzt erstmal eine ganz kleine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und zwar geht es jetzt los mit der Krypta. Und nach der Krypta werde ich dann wahrscheinlich auch die Aufnahme beenden, weil wir schon relativ spät haben. Schon 11 Uhr durch. Die linke Maustaste, um geräuschlose Pfeile herzustellen. Okay. Na? So, C, Entschuldigung. Okay, hier sind scheinbar schon einige gestorben. Vorsichtig! Vorsichtig! Oh Gott. Was? Muss man erst mal nehmen. Ah, ich will da noch nicht reingehen, ehrlich gesagt. Noch ein Hebel. Oh. Haben die doch als Falle gemacht.
Wohin das wohl führt? Nach Falle? Jigsaw. 30. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Rawley gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Okay. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Das sieht ungesund aus. Ja. Oh, Scheiße! Nix Scheiße. Gut, dass ich gesprungen bin. War doch noch dieser andere Hebel, ne? Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Oh, da gab es jetzt kein Dings dazu. Verborgene Kammer in der Nähe. Zurück genauso gut wie hin. Okay, ich weiß halt jetzt echt nicht, ob man da noch hätte was machen können. Auch nichts gesehen. Okay, das wird einstürzen, aber das sollte sein. Da oben. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das geht leider nicht. Was haben wir denn hier? Überreste, Abendsternstiefel. Nur das Ausrüsten irgendwie? Outfit-Herstellung. Einige Outfits gewähren Gameplay-Vorteile, wenn sie getragen werden. Wechseln Sie das Outfit in Basislager, indem Sie auf das Inventar zugreifen. Okay. Wie geht es nur im Lager? Es muss einen Weg hier rausgeben. Hier gibt es auch, habe ich schon gesehen, aber ich gucke mich nur um. In der Ausrüstung. Ja, das ist ja super. Das ist. Das heißt, wir müssen ja auch nochmal hin. Das muss der Weg nach oben sein. Okay.
Okay, also das war das, was ich vorhin gesehen hatte. Und jetzt geht's halt hier lang zurück, ne? Ne? Hä? Ich bin doch gesprungen. Muss ich das jetzt nochmal machen? Hey, warte mal. Waren wir denn schon? Haben wir das jetzt schon? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon haben. Warte, ich muss nochmal zurück. Ich habe nicht gesehen, ob das Grab offen war. Aber wahrscheinlich, weil vorhin war das ja auch so, wenn ich... Ja, wo ich gestorben bin, war das ja jedes Mal so, dass das, was wir bis dahin irgendwie gemacht haben, geholt haben, irgendwie auch geholt war. Also, haben wir Glück gehabt, was das angeht. Den Weg müssen wir nochmal gehen. Das muss der Weg nach oben sein. Ja, kann ich jetzt schießen. So. Aber schön gemacht ist das, ne? Ich meine, wir können auch einfach den anderen Weg lang gehen. Den hier wieder. Ich meine, hier ist ja nichts. Wohl Lara würde sich auch dadurch quetschen, glaube ich. Hebel da hinten haben wir ja gedrückt gehabt. So, aber was ist jetzt damit gemeint, dass in der Nähe noch irgendwo eine Kammer sein soll? Ist das damit gemeint, dieses Ding, wo uns noch die Ausrüstung fehlt? Wir brauchen hier einen Kletterhaken. Das ist jetzt enttäuschend gewesen. Ich habe gedacht, wir können das zu Ende machen. Ja, weiß ich nicht. Dann spiele ich noch ein bisschen weiter, weil es war das weniger, als ich dachte. Oh, das hätte ich jetzt beinahe schon wieder vergessen. Ich habe irgendwie gedacht, dass jetzt mehr kommt und was ich noch machen will. Oh, guck mal, Fähigkeitenpunkte verfügbar. Das ist auch gut. Aber wir wollen erstmal diese Stiefel anziehen. Inventar. Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen und Fähigkeiten. Wählen Sie im Inventar eine Waffe und klicken Sie auf das Upgrade-Icon, um zum Upgrade-Menü zu gelangen. Wählen Sie ein Upgrade aus und klicken Sie zum Bestätigen. Das Upgrade wird automatisch an der Waffe angebracht. Okay, das ist gut. Gucken wir mal. Oh, wir haben einen Bogen jetzt. Recurve-Bogen. Er ist energieeffizienter als sein geradliniges Gegenstück, wodurch Pfeile mit mehr Geschwindigkeit und Kraft abgeschossen werden. Eidleistersbogen. Erhöhte Spannung der Bogensehne verursacht mehr Schaden bei gerüsteten Gegnern. Pukahuksbogen. Bogen des berühmten Kräuterkundlers Pukahuk, der Sage nach zwischen den Welten wandern konnte. Schlangenbiss. Vernichten Sie Ihre Feinde mit den Flammen von Xibalba. Erhöht den verursachten Feuerschaden. Bogen des Fuchsbands. Ein biegsamer Bogen aus dem Holz der China-Rindenbäume. Die straffe Sehne schießt Pfeile schneller ab und fügt Tieren mehr Schaden zu. Okay, und hier könnten wir Upgrades machen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt hier an dem Bogen ist, toll ist. Waffen-Upgrades. Upgrades verbessern Waffeneigenschaften wie Zielgenauigkeit, Handhabung oder Munitionskapazität. Einzelne Eigenschaften können mehrmals verbessert werden. Manche Fähigkeiten ermöglichen bessere Upgrades. Okay. Stärkte Arme ermöglichen eine erhöhte Spannung und schnellere Pfeile, was wiederum den Schaden erhöht. Knockpunkte auf der Bogensehne ermöglichen ein schnelles Auflegen der Pfeile und damit höhere Schussfrequenz. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das jetzt bei den Sachen hier Sinn macht. Also das ist noch... Ich will lieber die Sachen sparen und ich weiß nicht, hier kommen ja noch viele. Guck mal, silberner Schlag. Das sind andere Bögen, ne?
Ach, wir können den einfach aussuchen. Lul. Hier sind vier Upgrades. Keine Upgrades. Die Geschwindigkeit, Feuerrate. Also mit der Haltezeit, das ist schon nice. Aufgeladene geräuschlose Pfeile können Rüstung durchschlagen oder durch gepanzerte Ziele hindurch. Okay, und hier? Der macht Feuerschaden, aber Feuerschaden brauchen wir eigentlich nicht. Ich finde. Boah, das ist ja krass. Also, es ist wahrscheinlich, weil ich hier irgendwelche speziellen Upgrades oder so gekauft habe mit dem Spiel. Ich werde dann den nehmen, aber hier kann man keine Sachen verbessern. Aber warte mal, kann man hier Sachen verbessern? Mehr Schaden. Griffumwicklung. Haltezeit. Okay, das lässt sich aber auch noch erhöhen. Okay, das geht alles immer eins hoch. Okay, aber dann macht es Sinn, dann würde ich den hier nehmen. Oder? Ich kann mich nicht entscheiden, ey. Das ist ja schlimm. Ja, gleich viel Haltezeit. Ja, und der ist besser. Dann nehmen wir den auf jeden Fall. Den des Fuchsbands. Sonst gucken wir mal. Mehr Schaden. Schnelleres Auflegen. Ich würde sagen, hier ist Haltezeit wichtig. Ja. Machen wir das nochmal. Aber egal. Den Schaden können wir noch mal erhöhen. Und die Knockpunkte, das geht auch. Was wir können, das nehmen wir mit, ne? Hier brauchen wir Waffen-Upgrade Stufe 4, okay. Okay, dann haben wir jetzt einen guten Bogen. Beim Messer können wir jetzt noch nicht so viel machen. Jetzt würde ich mal gerne beim Inventar schauen. Hä? Achso. Ich bin noch ein bisschen doof. Hier. Ganz kaputt. Was haben wir denn? Erstmal ansehen. Oh, laber nicht. Das ist einfach das alte Tomb Raider. Oh mein Gott. Wir haben einfach das alte Model genommen. Ich finde das so gut. Das ist so nostalgisch. Tomb Raider 2 und das ist, Moment, hier geht's nicht die ganze Zeit. Bomberjacke. Nika des Fuchsbands. Okay, wir gucken uns gleich durch, was die alles machen, ja? Ich möchte mir jetzt erstmal die ganzen krassen Outfits anschauen. Oh, das ist schön. Fitness, lol. Keine Vorteile. Und das hier, Wahrnehmungsdauer. Effekte von Wahrnehmung halten länger. Benötigt Fähigkeit Auge des Adlers. Erhöhte Konzentrationszeit. Was? Zeitverlangsamung beim Schießen hält länger. Okay. Das hier. Vorteile. Ganzkörper, zusätzliche Munition. Munitionsmenge wird erhöht, die unterwegs hergestellt wird. Und Bonus-EP für Lautlos-Kills. Und hier, Bonus-EP für Angriffskills, für nicht lautlos Kills. Und Projektilwiderstand. Okay. Schauen wir uns mal an. Drachenschuppen. Vorteile. Regeneration. Gesundheit regeneriert sich in Kampfpausen schneller. Feuer- und Stolpernwiderstand. Im Kampf werde ich seltener niedergeschlagen und widerstehe Feuerschaden. Okay, und hier. Effekt von Wahrnehmung länger, bla bla, lautlose Bewegung. Rennen ist leiser, wodurch Lever schwieriger zu entdecken ist. Hier, doppelter Nahkampfwiderstand. Reduziert den erlittenen Schaden deutlich.
Zusätzliche Munition und Projektilwiderstand. Feind entdecken. Feinde brauchen länger, um Lauer zu entdecken und als Bedrohung zu identifizieren. Und Bonus lautlos EP. Ja, das ist schon nice. Das wäre was für uns, aber ich finde es nicht schön. Bonus Jagd EP. Für das Erlegen von Tieren und erhöhte Konzentrationszeit. Aha, okay, warte mal. Hier gibt es keine Vorteile. Und hier das Angel of Darkness gewesen. Ach, wir werden die alten Tomb Raider-Teile auch noch spielen. Das mache ich dann aber auf dem Channel. Auf dem Slot von den Retro-Sachen. Jetzt momentan spiele ich Anno auf dem Retro-Teil. Deswegen werde ich da jetzt erstmal nicht die alten Tomb Raider-Teile spielen. Ich werde immer mal spielen, worauf ich gerade Bock habe, wenn mir keiner was anderes vorschlägt. Dann gibt es keine Vorteile. Hier, guck mal. Natürliche Ressourcen gefährt zusätzliche Pflanzen, Mineral und Herstellungsressourcen aus jeder Quelle und Bonus EP für Jagd. Bonus EP für das Erlegen von Tieren. Das gefällt mir sehr gut. Und hier Regeneration und gewährt zusätzliche Haut und Fett von Tieren. Das ist auch schön. Und das hier. Zusätzliche Muni. Und das mit den Lautlos-Kills. Ja, und das hier? Das eine. Das ist das, was sie jetzt anhat. Okay. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich glaube, das ziehen wir einfach an. Und hier, Abendsternstiefel. Stiefel mit Federn, die der Sage nach einst von Königin Abendstern getragen wurden. Vorteile. Natürliche Ressourcen gewährt zusätzliche Blablabla. Vorteile Torso haben wir dann leer. Ach, hier können wir uns das selber zusammenstellen, dann was für Vorteile wir haben. Aber das können wir uns eh nicht leisten. Wir nehmen jetzt erstmal dieses Outfit. Oben ist noch Ausrüstung. Seil. Spule mit geflochtenem Seil dient zum Schießen von Seilpfeilen, der Herstellung von Seilsträngen und im Schwingen über breite Klüfte. Abseildraht. Eine individuell angefertigte Spule mit geflochtenem Draht und mit hoher Zugfestigkeit, die in Kletteräxte integriert ist. Okay. So. Das Outfit ist auch nicht das Allerschönste, aber es ist auf jeden Fall ganz cool und es hat gute Sachen. Also gute Teile, die es uns freischaltet. Wir haben zwei Fähigkeitspunkte, das heißt, wir könnten jetzt das machen. Hilft Chance, selten Tiere zu finden. Das machen wir jetzt einfach. Aha. Okay, ja, das war's dann. Haben wir jetzt alles gemacht.